Okay. Geben Sie mir 2 Minuten, um unsere Jungs zu alarmieren. Dann können Sie die Fernzündung einleiten. Die Bombe. Die haben das Ding ferngezündet. Ich muss hier raus. Umlegen oder mitnehmen? Mitnehmen. Umlegen können wir ihn später immer noch. Scheiße. Sicher, dass wir hier richtig sind? Ich befürchte schon. Na, das kann ja heiter werden. Wo sollen wir denn hier etwas finden? Ich meine, etwas, das nicht aus Stein und Schutt besteht. Gute Frage. Aber wir müssen einfach den Glauben haben, dass es uns gelingen kann. Und wo nehmen wir diesen Glauben her? Also bei Ihnen ist das ja relativ offensichtlich, aber mir fehlt da ehrlich gesagt im Moment ein wenig. Wollen Sie einfach so aufgeben und sich in Ihr Schicksal fügen? Da ist was dran. Schließlich können wir uns ja auch später noch in Ruhe zurücklehnen und die über uns hereinbrechenden Katastrophen genießen. Schauen wir uns noch einmal an, was Schwester Elise geschrieben hat. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis. Hier steht, der Schlüssel lag all die Jahre gut versteckt in den Ruinen von Gatineau. Und der Heilige, der mir den Weg dahin wies, erschien mir jede Nacht im Traum. Der Heilige? Fragen Sie mich nicht. Ich weiß auch nicht viel mehr als Sie. Vorschlag. Ich schaue mir den Brief nochmal in Ruhe an. Vielleicht wurde irgendetwas falsch übersetzt und wir haben einen Hinweis übersehen. Sie halten in der Zwischenzeit Ausschau nach allem, was auch nur ansatzweise an einen Heiligen erinnern könnte. Bleibt die Frage, welcher der beiden Strohhalme, an die wir uns da klammern, einen erbärmlicheren Eindruck macht. Versuchen Sie es einfach mal mit etwas Glauben. Woran ist eigentlich nicht entscheidend, aber ohne Glauben kommt man nicht weit im Leben. Ja, ich weiß. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich mache mich dann mal auf die Suche nach dem mysteriösen Heiligen. Wenn Sie eine etwas heißere Spur als diese hier haben, dann erlösen Sie mich bitte von meiner Suche. Mach ich. Versprochen. Ach, bevor ich's vergesse, dem Brief von Elise lag noch eine seltsame Skizze bei. Keine Ahnung, was sie darstellen soll, aber vielleicht hilft sie Ihnen bei der Suche. Mhm, dann gucken wir uns mal die Skizze an. Diese Skizze lag dem Brief von Schwester Elise bei. Aha. Was mir wiederum sagt, dass wir doch in einen Rätsel ausarten. Wir sprechen mal den Landvermesser an. Der arbeitet wohl hier. Ja, ist auch ein Landvermesser, Nina. Hallo, was machen Sie denn hier? Hallo, das wollte ich Sie auch gerade fragen. Sie befinden sich nämlich auf abgesperrtem Gelände. Oh, ich habe nirgends eine Absperrung gesehen. Naja, es ist doch mehr eine unsichtbare Absperrung. Das ist das Gelände der Lazare Construction. Und Unbefugten ist der Zutritt verboten. Unsichtbare Absperrung? Wird die dann auch von unsichtbaren Wachen kontrolliert? Sie haben recht. Eigentlich kann es mir ja völlig egal sein, solange sie mir nicht im Weg rumstehen. Hatte ich eigentlich nicht vor. Na. No. Haben Sie hier irgendwo einen Heiligen gesehen? Oder etwas, das mit einem Heiligen zu tun hat? Und bitte jetzt keine mehr oder weniger lustigen Witze. Die Frage ist durchaus ernst gemeint. Okay, keine Witze. Aber leider auch keine Heiligen. Ist denn dieses Trümmerfeld wirklich das Einzige, was von Gatineau übrig geblieben ist? Ja, soweit ich weiß schon. Mal ganz nebensächlich, wir sind hier in Frankreich, Nordfrankreich. Wir sind hier so praktisch in der Normandie, wenn ich mich nicht irre. Und wieso sprechen die dann Deutsch? Ich meine, klar, ich will jetzt nicht, dass die da auf Französisch anfangen oder so. Aber die könnten doch zumindest, ja, irgendwie so Andeutungen machen wie, oh, die sprechen hier wohl nur Französisch. Und dann redet er halt von mir aus Französisch und dann sagt Nina von wegen, ja nee, er hat gesagt das, bla bla bla, ne? Oder er macht hier den Übersetzer. Immer her? Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich vermesse das Land. Ja, das sehe ich, aber wozu?
Hier soll ein Freizeitpark entstehen. Und die Ruinen von Gatineau sollen Bestandteil des Parks werden. Als begehbare Touristenattraktion? Exakt. Und ich muss genau festlegen, auf welchen Wegen sich die Besuchermassen bewegen können, ohne dass es gefährlich wird. Für die Besucher oder für die Ruinen? Sowohl als auch. Schließlich würden 100 Leute, die in einer historischen Stadt durch den Fußboden brechen, weder den Leuten noch der Stadt besonders gut tun. Klingt logisch, aber besteht nicht die Gefahr, dass auch Sie hier irgendwas Wertvolles zerstören könnten? Nein, die Archäologen haben ihre Arbeit ja bereits abgeschlossen. Ansonsten dürfte ich hier gar nicht rumlaufen. Und Sie dürfen das eigentlich sowieso nicht. Tun Sie einfach so, als wäre ich gar nicht da. Hm? Was haben die Archäologen denn hier so gefunden? Irgendwas Spektakuläres? Keine Ahnung, die waren schon weg, bevor ich hier angefangen habe. Schade, dann gibt's hier nichts mehr außer Steinen? Interessieren Sie sich für was Bestimmtes? Vielleicht kann ich Ihnen ja behilflich sein. Inwiefern? Tja, auch Archäologen übersehen schon mal was. Sie meinen, Sie haben schon was gefunden? Wer weiß? Das ist Diebstahl an der Wissenschaft. Mein Ex-Freund würde Sie für sowas vor Gericht zerren. Der ist aber nicht da. Und da ich ein Auge dabei zudrücke, dass Sie sich hier auf abgesperrtem Gelände aufhalten... Schon verstanden. Eine Hand wäscht die andere. Genau. Sollten Sie zufällig noch über etwas historisch wertvoll Anmutendes stolpern... Ich werde dran denken. Ja. Ich überlasse Sie... Okay. Ach. Ein Haken. Imbiss? Der Bambus heißt. Eine Darstellung der Stadt Gatineau, wie sie vermutlich im Mittelalter ausgesehen hat. Ich drücke mal auf einen der Knöpfe. Lieber Besucher, herzlich willkommen in der Ausgrabungsstätte Gatineau. Wir wollen Ihnen nun einen kleinen Überblick über die bewegte und geheimnisvolle Geschichte der mittelalterlichen Stadt Gatineau bieten. Bitte wählen Sie hierzu einen der folgenden Punkte aus. Gründung, Untergang, Wiederentwicklung. Wir fangen mal mit der Gründung an. Ende des 7. Jahrhunderts gründeten Benediktinermönche auf diesem Fleckchen Erde eine Abtei zu Ehren des verstorbenen Erzbischofs Ostrebert von Rouen. Innerhalb weniger Jahre entwickelte sich aus der Abtei eine blühende Kleinstadt. Zusätzliche Bedeutung erlangte sie als wichtige Station auf der Handelsroute zwischen Rouen und Paris. In der Nacht zum 5. April 1658 wütete ein verheerendes Feuer in den Gassen der kleinen Stadt. Über die Hälfte der im Schlaf überraschten Bevölkerung fiel den Flammen zum Opfer. Nahezu sämtliche Gebäude wurden zerstört. Aus bis heute unbekannten Gründen wurde ein Wiederaufbau erst gar nicht versucht. Die wenigen Überlebenden flüchteten panisch in die benachbarten Dörfer und Städte. In einer einzigen Nacht wurde aus einer blühenden Kleinstadt ein totes Stück Erde, das auch in den folgenden Jahrhunderten nie wieder besiedelt wurde. Als Anfang 2002 die Bauarbeiten für einen neuen Vergnügungspark beginnen sollten, stieß man im Zuge der Landvermessung völlig überraschend auf die Ruinen der längst in Vergessenheit geratenen Stadt. In den letzten Jahren wurden große Teile von Gatineau freigelegt. Dem Publikum sollen die Ruinen sowie einige rekonstruierte Gebäude im Rahmen des Vergnügungsparks zugänglich gemacht werden. Auch ein kleines Museum ist in Planung. Mhm. Ach wie, was steht denn jetzt dann im Tagebuch? Ja, da steht das halt jetzt nochmal. Als Anfang 2002 die Bauarbeiter für einen neuen Vergnügungspark beginnen, Bauarbeiten für einen neuen Vergnügungspark beginnen sollten, stieß man im Zuge der Landvermessung völlig überraschend auf eine Ruine der längst in Vergessenheit geratenen Stadt. Die Musik ist so schön. In den letzten Jahren wurden große Teile von Gatineau freigelegt. Dem Publikum sollte diese Ruine sowie einigen rekonstruierten Gebäuden im Rahmen des Vergnügungsparks zugänglich gemacht werden. Auch ein kleines Museum ist in Planung. Ja. Ein Pappbecher. Boah, ey. In dem leeren Pappbecher ist voll der lange Riss, ey.
Boah, ey! Nimm ihn mal mit. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Was soll ich machen? Auf Maulwurfsjagd gehen? Keine Zeit, ich muss die Welt retten. Hier hat ein Maulwurf ganze Arbeit geleistet. Er fühlte sich wohl durch die Bagger inspiriert. Alufolie. Da haben wir ja wieder welche. Ein großes Stück Alufolie. Tun wir es doch mal darum. Ha. Ich wickle die Alufolie formschön um den Pappbecher und schon habe ich einen mit Alufolie umwickelten Pappbecher. Faszinierend. Mit welch Begeisterung man das sagen kann. Der wohl sauberste und wohlriechendste Imbisswagen, den ich kenne. Könnte natürlich auch daran liegen, dass darin nichts zubereitet wird. Klar, das können wir als Artefakt durchgehen lassen, ne? Oder können wir hier was machen? Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dem schnöden Pappbecher etwas Glanz zu verleihen. Und darum will ich mein Meisterwerk nicht gleich wieder zerstören. Sonst? Eins der Baufahrzeuge. Ohne entsprechenden Schlüssel werde ich den nicht benutzen können. Ich wusste doch, dass die Sache einen Haken hat. Der war flach. Ich könnte an dem Haken ziehen und so den Kran zum Umkippen bringen. Dieser würde dann die Infotafel umreißen, unter der sich ein Erdölvorkommen befindet, das ich mir sofort aneigne und dann... Ja, man kann auch anders sagen. Hä? Da ist ein Schlüssel. Nee, eine Schüssel. Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Der sieht nicht sehr glücklich aus. Warum müssen diese Kekse eigentlich immer so widerlich schmecken? Aber vielleicht ist das der Preis dafür, dass man dann eine der unglaublich präzisen Lebensweisheiten erhält, die sich darin befinden. Diese hier lautet: Wenn am umgekehrten Ende der Kranich auf 7:30 steht, dann winkt dem Bärtigen das Glück. Wenn am umgekehrten... Das hat doch bestimmt eine tiefere Bedeutung, oder was? Glückskekse? Sie sind... Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Na, wenn wir noch einen nehmen? Der sieht nicht sehr glücklich. Wieder ein widerlich... Wenn früh am Morgen die Werkssirene dröhnt, so beachte den Pfad der Hungrigen. Auch wenn der trügerische Durst von oben kommt. Wir nehmen mal einen mit für... Ich nehme mir mal einen der Glückskekse. Wir gehen mal rüber. Sie wollen nicht zufällig einen Glückskeks, oder? Nein. Dachte ich mir schon. Wieder ein widerlicher Keks weniger und eine großartige Weisheit mehr. Diese hier lautet... Wenn du sowohl das Unglück deines Nächsten als auch die Warnung ignorierst, wird auch dich das Unheil heimsuchen. Wieso sind die so komisch hingelegt? Warum sollte ich ihm meinen hübschen Alubecher einfach schenken? Er schenkt mir ja auch nichts. Aber was hat das für einen Sinn? Mit diesen Glückskeksen. Ich nehme mir mal einen der...